Hallo und herzlich willkommen zurück zu Gothic 1. Bam, bam, genau. Mit mir, Herr Okami, nach wie vor und immer wieder gern. Und da oben ist irgendwo der böse, böse Lurka, mit dem will ich mich nicht anlegen, obwohl wir das versuchen könnten sogar. Wenn ich jetzt noch wüsste, wer mir das Krautzeug gegeben hatte, warst du das hier? Hier, Balka, irgendwas, warst du das? Nee, da war es anscheinend. Wie du wünschst. Ich hätte es mir mal aufschreiben sollen, wer es war. Bandit war es bestimmt nicht. War es der andere Nasenbär in einer Taverne drin? Oh Mann, ich sehe schon kommen. Ich habe da irgendwas falsch gelesen. Ich hatte aber eigentlich gesucht. Google ist mein Freund. Nach den Namen und damit kam eigentlich irgend so was raus. Hi Jungs. Ja, warst du das? Ach Mann, die wollen alle nur handeln. Wer hat denn das jetzt? Das ist jetzt böse, wenn man es nicht mehr weiß, ne? Silas, warst du's? Ne, der redet gar nicht mehr mit uns. Ziffer? Hast du anzubieten? Lass uns handeln. Nein! Hast du was? Ich will nur mit dir reden. Ich bin nicht zum Reden hier. Ja, wofür dann? Nur zum Saufen oder was? Ne, richtige Type. Verdammt, das war doch... Oh Mann. Och Menno, ich will nichts durcheinander gebracht haben. Das Problem ist ja auch, man versucht dann schnell nur die wichtigsten Informationen rauszuholen und ja nicht zu viel zu lesen, weil man sicher nicht spoilern will oder irgendwas. Und ja, bei mir habe ich jetzt zu wenig. Oder ich habe es einfach nicht gemerkt. Das Problem war, ich habe da gestern reingeguckt. Noch. Und ja. Du da. Ich will Magier werden. Benötige magische Kraft tauschen. Nein. Geh zur Seite. Schnauze. Ja, springen. Danke. Mein Kampf mit der Steuerung. Er geht weiter. Verdammt! Ich möchte jetzt am liebsten mal kurz raustappen und nochmal gucken. Balkalare oder wie er heißt. Ich glaube, das mache ich auch mal ganz kurz. So, daher bis gleich. Ja, hallo, da sind wir wieder. Wenn ihr euch jetzt wundert, warum ich hier stehe und nicht da oben. Ah, ich habe mich wirklich vertan. Es waren in der Aussage mehrere Sachen drin. Ich muss zu Baal Uhun und der gibt mir das. Vielleicht hat mir der Kerl das sogar schon gegeben. Ich gucke jetzt hier mal durch. Feuerball, Heilung, Licht. Tatsache, der hat mir die schon gegeben. Ja, und leider ist das Spiel abgestürzt. Wir können jetzt da hochgehen und versuchen, uns vom Lurka noch fressen zu lassen. Oder wir reisen ganz schnell zurück. Ah, gibt es ja denn keine Schnellreisefunktion? Also sowas wäre noch was Schickes. Das gab es ja dann in späteren Teilen, weil das ist echt... Ja. Wir kennen den Weg ja schon. Wir joggen ihn jetzt. Und diese Folge wird dann unter Umständen einen Moment länger. Aber dafür werde ich das jetzt auch durchziehen. Wir laufen zurück. Ich weiß nicht, was ich so lange sagen soll. Könnt ihr jetzt auch schnell vorspulen machen. Aber ja, zu faul für. Ach ja, die schöne Natur. Eine Wanderung ist doch was Feines. Ja, 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 la, 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 la. Auf zur Rügenwalder Mühle. Keine Ahnung. Die Bäume haben komisches Laub. Das ist ein altes Spiel. Ja, 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 weiß ich doch, weiß ich doch. Darum ist es ja auch so retro. Und so klassisch. Und so gothic. Gute Erklärung eigentlich, ne? Kann mich das irgendwie, wenn ich ganz nah dran... da ruckelt es genauso. So, das ist ein bisschen erträglicher für meine Augen. Ich hoffe, für eure auch. Aber so lernen wir wenigstens hier die Umgebung wieder kennen. Ist doch auch was Feines, ne? Da finde ich mich gleich ein minimales Stückchen mehr zurecht. Da oben war ich doch bestimmt auch schon mal. Habe ausgeräumt, wie ich mich kenne.
Mit einem Punkt können wir nicht viel machen. Wir müssten wirklich irgendwas hauen hier. Das Problem ist, ich wüsste jetzt hier nichts, was wir umhauen können. Solange nicht irgendwelche Säbelzahnfresser in der Nähe sind. Die da hinten rechts gerade waren schon mal gar nicht. Ich glaube, das brauchen wir gar nicht erst versuchen. A, sie sind zu dritt. B, wir sind immer noch so schlecht. Welches Lager nehmen wir am Ende? Ich glaube, die Sumpfköpfe mag ich gar nicht. Die sind unsympathisch einfach. Ich mag solche Sekten einfach nicht. Und die im neuen Lager sind einfach so unfreundliche Idioten. Naja, einige von ihnen zumindest. Wenn die mir erlauben würden, sowas wie den Lefty auf den Spieß zu stecken und langsam zu grillen, als Festschmaus für die Raptoren oder für den Lurker. Na, oh Gott, nee, das wäre Tierquälerei. Der arme Lurker würde ja eine Vergiftung von ihm kriegen. Dann könnten sie mir sympathischer werden. Aber ich glaube echt, das zieht mich ziemlich hier in das Lager. Für die alten Werte, konservativ. Schauen wir mal, werden wir sehen, wir werden sehen. So, naja, geht ja. Jetzt sind wir 3 Minuten schon unterwegs und sind halb wieder da, wo wir losgelaufen sind. Also haben wir die dumme Schriftrolle sogar schon dabei gehabt. Ah, schwierig. Dum, 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 da. Dum, 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 da. Ja, ich weiß gerade auch nicht, was ich groß noch erzählen soll. Das ist Krossig, das ist alt. Sieht schön aus. Da hinten hält immer noch Wache. Sehr schön, ich erinnere mich an dich. Guter Mann. Aber das ist. Es sind solche Rollenspiele, die haben halt viel Laufen im Zweifel auch an sich. Und hätte ich jetzt nicht geguckt, wären wir wahrscheinlich erst mal die nächsten 20 Folgen hier durch die Gegend gelaufen, bis ich verzweifelt oder ihr verzweifelt gewesen wärt, hätte mich in den Kommentaren zugeschrien, was ich doch zu tun habe, oder ich hätte dann spätestens geguckt, und so erspare ich das uns allen. Naja, dann musste ich jetzt halt dann doch mal selber gucken. Schade, hätte mich sehr gefreut, wenn einer von euch das geschrieben hätte. Die kleine illustre, oh, fliegende Pflanzen, da müssen wir mal gucken. Das ist aber nicht gewollt. Da hat. Hier sind bestimmt Hexen am Werk. Holt sofort einen Spook. Das sieht creepy aus. Holt den Spook her, dass er dann die Hexe findet und dann falsch herum einbuddelt. Mit den Füßen nach oben. Damit man immer mal wieder an den Fußsohlen kitzeln kann, um sie zu ärgern. Schönes Buch im Übrigen. Könnte ich empfehlen. Ich habe da jetzt den ersten Band von gelesen und fand es sehr unterhaltsam und schön. Muss mir unbedingt da den zweiten jetzt auch mal organisieren. Gut, was schade ist, dass ich glaube, der Verleger hat nach dem 6. gesagt, nee, wir übersetzen nicht mehr, haben keine Lust mehr, nicht genug Geld. Money, money ist ja immer alles, was zählt. Naja, dann holt man sich dann halt die fehlenden Bände auf Englisch. Zumindest, wenn man das kein Problem damit hat, das zu lesen. Und was lest ihr so? Ja, was ich im Moment lese, ist unter anderem Bartimäus Band 1. Den 4., also die Vorgeschichte, habe ich ja schon gelesen gehabt. Fand ich auch sehr, war ich sehr begeistert von. Und jetzt lese ich halt den 1. Band. Und habe damit die Trilogie begonnen. Und na, was habe ich dann noch? Eine Insel von Terry Pratchett habe ich angefangen. Naja, angefangen ist gut, auch schon fast die Hälfte durch. Mein erster Pratchett-Roman im Übrigen. Der erste Scheibenwelt liegt auch bereit, damit ich damit endlich mal anfangen kann. Ja, und dann noch unzählig viele andere verschiedenster Sorten. Hi Jungs! Ja, ich bin schon wieder da. Nicht in Sumpfwasser, das quietscht immer so in den Schuhen. Hallo Luise, da kommen wir nicht rum. Der ist schon wieder am Quarzen da. Ich bin gerade so geneigt, Alt- und Leertaste zu tauschen in ihren Funktionen. Na, ja, Mist, jetzt bin ich doch reingefallen. So, das war doch hier, oder? Wo war das? Wo war das? Hallo? Hallo, hallo. Moin. Okay, dann, ja. Was wir jetzt natürlich machen sollten, ist erstmal den da wieder. Dann gehen wir hier hin, suchen uns die raus. Und ich weiß leider nicht mehr,
Ah, auf hier haben wir sie jetzt. Gute Nacht, schlaf schön und träum was von Schönes von Bettwanzen, die dich blutig beißen und auffressen. Was tust du? Ich versuche hier gerade mit meinen Schülern zu meditieren. Wer ja, der hat dir beigebracht, die Magie des Schläfers zu wirken? Niemand. Es war ganz leicht. Du scheinst ein sehr gelehriger Schüler zu sein. Ganz ehrlich, auf ich sowas zu kommen. Unterrichten. Auf sowas zu das? Kommen, dass man hier einen einschläfern muss. Ah! Ich finde es super. Also das ist etwas, das ich gerne mag bei Entwicklern, aber das ist etwas... Nicht mit 3 Monaten Pause zwischen den Aufnahmen. Da kommt man dann nicht drauf. Ich will lernen, die Kraft meiner Magie zu steigern. Ja, klingt gut. Ich will lernen, die Kraft meiner Magie zu steigern. Die Kraft deines Geistes ist der Schlüssel dazu. Aha. Mana plus 1, ein Lehrpunkt. Einen haben wir ja noch. Na komm, machen wir mal. So, mehr können wir uns eh nicht leisten. Was hat der denn zum Tauschen? Ich möchte Schriften über Magie erwerben. Oh, was hat denn Genius? Was hat er denn? Die Blutfliegen. Übersicht Sumpflager. Wäre vielleicht auch mal ganz nett, aber naja. Wir haben so viele Karten da schon, ne? Was ist das denn hier? Ring der Eisenhaut. Schutz vor Waffen 5. Schutz vor Magie, Schutz vor Pfeilen, Schutz vor Feuer. Windfaust. Interessant. Windfaust. Mana-Kosten. Also das sind Schriftrollen und das ist dann, wenn wir wirklich zaubern können, wahrscheinlich. Ja, okay. Danke für den Fisch. Wir wissen mehr. Da. Wasserträger verhilft dir, du kannst beim Aufnahme. Sumpflager. Balzada hält mich nun für einen gelehrigen Schüler. Aha. Soll das jetzt schon reichen? Wir probieren es aus. Wir gehen hoch und gucken. Dann wissen wir mehr. Ich speichere natürlich vorher, da ich ja auf keinen Fall einfach so hier eintreten möchte. Aber dann sehen wir es. Wahrscheinlich sterbe ich jetzt beim Hochklettern. Ja, man darf nicht alles glauben, was man hört. Richtig. Eine Weisheit am Tage ist was Schönes. So, zack, zack, zack. Hallo Leibwache. So, dann wollen wir mal gucken, was er uns jetzt hier sagt. Hey, du alte Nervensäge. Ich glaube, ich habe die Bals überzeugt. Wir gucken einfach mal, was passiert. Ich glaube, ich habe die Bals überzeugt. Baal Orun sagt, ich habe mich als würdiger Diener des Schläfers erwiesen. Weiter? Baal Kadar hält mich für einen gelehrigen Schüler. Baal Tyon hatte dank mir eine Vision. Und? Baal Tondral sagt, ich soll die Robe erhalten. Ich habe einen neuen Schüler zu ihm geführt. Gut, wenn die Baals für dich sprechen, dann soll mir das reichen. Hier, zieh das an. Und jetzt geh und mach dich nützlich. Okay, jetzt sind wir hier. Nein, das wollte ich eigentlich nicht. Ende. Wir sehen uns. Möge der Schläfer dich erleuchten. Okay, so, gucken wir mal. Zack, zack. Genau, gescheiterte Missionen. Aufnahme, neues Lager, Aufnahme, altes Lager. Damit ist schon mal klar, das tun wir nicht. Wäre zwar vielleicht interessant, dass mit dem neuen Lager haben wir uns anscheinend eh schon irgendwie verscherzt. Ich weiß nicht wie. Zumindest weiß ich es nicht mehr wie. Aber das hier möchte ich nicht. Aber nein. Wupp. Wupp. Das heißt, die haben wir jetzt alle erledigt. Wir können jetzt also echt ins Lager eintreten, oder wie? Okay. Wir machen es jetzt mal wirklich so. Ich weiß ja... ja, da stehen wir. Ich habe ja meine Prämisse zum alten Lager. Ich schätze mal, die meisten entscheiden sich fürs alte Lager. Deswegen bin ich mir aus sich her, dass es interessant wäre, sich hier einzunisten.
Muss ich mal gucken. Steht da vielleicht noch bei, warum die Mission gescheitert... Nee, gescheiterte Mission. Die ist noch gar nicht gescheitert. Wir können also noch im neuen Lager irgendwie anfangen. Da müssen wir uns jetzt echt im Wasserträger für Lefty... Das heißt, wir müssen Lefty zerlegen und wir müssen die Lurka zerlegen als nächstes. Wir laufen wieder zurück. Ja, wir machen jetzt noch ein kleines bisschen, ein kleines Stück der Reise. Nicht mehr viel, denn die Folge ist ja in sich fast schon um. Auf jeden Fall wissen wir jetzt, was uns erwartet. Wir können hier fertig eintreten. Ich weiß gar nicht, was wir jetzt noch im alten Lager machen müssten, um da einzutreten. Schön, dass er auch nicht mal gefragt hat, bist du dir denn sicher? Denk noch mal eine Nacht drüber nach. Rauch, zieh noch mal einen durch. Dann siehst du klarer. Oder auch nicht. Kommt auf die Stärke des Krauts an. Nee, er hat uns gleich durchgehauen. So, auf Wiedersehen, ihr Templer. An dieser Stelle. Zock, 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 zock. Zwei weitere Folgen. Gothic 1, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich krieg nur noch. Hey du, was schleichst du da rum? Ich will gerade gucken, irgendwie muss ich mich auch mal richtig umsehen können. Ach man, ich möchte die Kamera von vorne sehen, richtig. Egal. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Gothic. Tschüss.